der Tibo und die Tessa aus dem Löwenland. Wir haben Hunger. Vielleicht schauen wir mal, ob uns wer was zum Essen zaubern kann. Hallo Jenny, du hast ja schon ganz viel zum Backen vorbereitet. Ich und der Tibo haben nämlich Lust auf was Süßes. Können wir was backen? Ne? Hallo Tessa, natürlich. Ich habe bereits alle Zutaten abgewogen und für dich vorbereitet. Ja! Wollen wir anfangen? Ja. Also, für unsere Cupcakes brauchen wir zuerst Butter. Möchtest du die Butter in die Schüssel geben? Ja. Sollen wir mal den Rührdings auf? Genau, den können wir mal rausgeben. So, ich gebe dir jetzt einen Löffel und damit kannst du die Butter jetzt reingeben. Alles? Genau, alles. Boah, geht das schwer. Ja, die ist ein bisschen fest. Ich kann dir auch gerne helfen. Nein, geht schon. Mann. Genau, und noch ein Kick. Ups! Wo will die Butter hin? Nächstes brauchen wir Zucker. Den ganzen? Den ganzen. Du kannst den ganzen Zucker reinschütten. Aber nur ganz langsam. Genau. Nächstes brauchen wir etwas Vanillezucker. Du kannst den ganzen Vanillezucker reingeben. Eine Prise Salz. Du kannst ganz kurz reinsalzen. Okay. Nur ein bisschen. So, perfekt. Und zum Schluss kommen noch zwei Eier dazu. Die kannst du einfach reinschütten. Aber langsam. Aber langsam. Jetzt kannst du den Schneebesen nehmen und mal kurz umrühren. Genau, das ganze Mehl reinschütten. Als nächstes brauchen wir den Kakao. Den kannst du auch reingeben. Als nächstes brauchen wir Backpulver. Kannst du nur ein bisschen, warte so. Und jetzt brauchen wir auch ein bisschen vom Sahne. So, jetzt kannst du das reingeben. Und jetzt werden alle Zutaten umgerührt. Und jetzt können wir die trockenen Zutaten in unsere Rührschüssel geben. So, genau, alles reinleeren. Und jetzt alles nochmal gut umrühren. Jetzt müssen wir nämlich noch ganz kurz alles mixen. Nochmal? Ja, ganz kurz, damit sich die Zutaten alle schön vermengen. Und dann können wir den Teig in die Förmchen geben. So, noch ein bisschen Teig hinein. So. Und einen Löffel noch. So. Die Jenny hat jetzt die Muffins gebacken und jetzt wollen wir sie verzieren. Genau, die Muffins sind fertig gebacken und auch abgekühlt. Ja. Und jetzt wollen wir eine Schokoladencreme machen. Lecker. Mhm. Für die Schokoladencreme brauchen wir natürlich Schokolade. Dunkle. Wir brauchen Sahne. Die koste ich dann auch. Und wir brauchen etwas Sahnesteig. Jetzt können wir einen Muffin nehmen. Und probieren, die Schokoladencreme drauf zu spritzen. Du musst fest andrücken. Ganz fest. Genau, und jetzt schön rundherum. Super. Das macht nichts. So, die Cupcakes haben wir jetzt verziert. Mit der Schokoladencreme gespritzt. Ja. Jetzt können wir sie verzieren. Ich mache einen für den Tibo. Mit eins kannst du einfach Streusel aussuchen. Ich glaube, ich nehme dafür Orange. Weil der Tibo Orange ist und er mag sehr gerne Orange und rote Töne. Tibo und Tessa sagen Tschüss, gebt dem Video einen Daumen nach oben und jetzt will ich noch wissen, wie ihr schmeckt. Mmh.